Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich würde sagen, heute müssen wir mal ein bisschen reden. Das wird also ein anderes Video, als ihr es vielleicht von uns kennt, denn es haben sich ein paar Sachen ergeben, getan, wo sehr viel Input von allen Seiten kommt und wo wir gesagt haben, okay, wir schieben jetzt dieses Video dazwischen und sprechen mit euch mal ganz offen über bestimmte Punkte, die uns jetzt seit ein paar Tagen beschäftigen. Unlängst, wenn das Video aufgenommen wird, seit gestern nochmal ein entscheidender Punkt dazugekommen. So ist es, ja. Ja, wir haben hier auch einen Zettel diesmal. Genau, vielleicht um euch einmal abzuholen. Es geht um mehrere Themen. Es geht einmal um das Thema Aldi, Enders, Napoleon. Mhm. Wir werden über Klaus Grill sprechen. Wir werden natürlich uns hier zu Ankerkraut äußern. Mhm. Wir werden aber auch zum Thema Shoppreise mit euch sprechen müssen. Und hinten raus haben wir noch eine kleine Überraschung. Genau, also eine Überraschung wird es auf jeden Fall geben, die uns sehr freut. Aber wir haben uns gedacht, wir ziehen das jetzt in eins durch, damit ihr wirklich auch mal das so mitbekommt, wie wir uns das hier denken, wie es uns beschäftigt. Ich werde da so gut wie nicht dran rumschneiden, sondern ihr sollt ja aus erster Hand erfahren, was uns hier beschäftigt hat. Und ich würde sagen, wir fangen mit Punkt 1 an. Punkt 1 kursiert jetzt seit einigen Wochen. Und da geht es darum, dass Napoleon nicht mehr unser Sponsor ist. Zumindest ist das das, was in den, wie sagen wir so schön, sozialen Medien im Netz häufig kursiert. Und dazu möchten wir natürlich eine Stellung beziehen. Es ist so, dass wir in der Regel immer mal Kooperationspartner wechseln. Es kommen neue dazu, es gehen welche. Man guckt sich immer, also gerade ich gucke mir immer ganz gerne nochmal in die Augen mit den Menschen, mit denen wir da zu tun haben. Und dann verhandeln wir für die neuen Verträge fürs nächste Jahr und so weiter und so fort. Und in dem Fall ist es so, dass wir Enders als neuen Partner gewinnen konnten. Richtig, Enders Gasgrillhersteller eher im Einsteiger- und mittelpreisigen Segment. Genau, und das ist auch der Punkt, den du ansprichst, der für uns entscheidend war. Wir haben gesagt, okay, wenn wir jemanden noch haben, der in diesem Einsteigersegment unterwegs ist, dann bedienen wir auch Menschen, die vielleicht nicht sagen, ich möchte 1.000 Euro, 1.500 Euro und mehr für einen Grill ausgeben, sondern ich möchte vielleicht auch nur 200 Euro ausgeben für einen Grill und trotzdem zufrieden sein. Das war sozusagen die Intention dahinter. Und Enders hat dann Folgendes gemacht, hat gesagt, okay, Jungs, pass auf, wir haben die nächste Aktion mit Aldi. Habt ihr nicht Bock, dann machen wir ein Live-Event draus. So ergab sich das Ganze und dann haben wir später, wurde quasi eine Anzeige bei Aldi abgedruckt und auch öffentlich im Netz veröffentlicht, wo wir zu sehen sind und ein Enders-Grill und dann sind auf einmal die Dinger durchgebrannt. Ja, dann hieß es, die Jungs sind jetzt irgendwie mit Aldi verbandelt und haben Napoleon nicht mehr als Partner. Wobei ich, glaube ich, an der Stelle sagen kann, das mit dem Napoleon war komplett aus der Luft gegriffen. Napoleon ist seit nunmehr 7, fast 8 Jahren unser Partner. Von Anfang an dabei. Ja. Die Kooperation hat sich über die Jahre immer weiterentwickelt. Und wir machen nicht weniger, wir machen jedes Jahr mehr mit Napoleon, machen coole Aktionen. Wenn es wieder Events gibt, sind wir auch auf Events immer mal bei Napoleon zu sehen. Und ich kann euch an der Stelle sagen, Napoleon ist weiterhin unser Hauptpartner, das kann man so sagen. Und absolut, wir sind absolut zufrieden mit dem, was wir da tun. Aber wir sind nach wie vor sehr verliebt, kann man sagen. Da steht er. Das sind geniale Geräte, die machen uns seit vielen, vielen Jahren Spaß. Das wird sich auch nicht ändern. Das ist aber vielleicht ganz wichtig für euch zu wissen, weil wir haben da auch, also ich sag mal so, Social Media ist ja eine Plattform, wo man sehr schnell alles Mögliche raushauen kann. Und das ist da eben auch passiert. Und ich glaube, jemand, der uns lange folgt und weiß, wie wir ticken, wie wir denken und so weiter, wird auch sofort gemerkt haben, okay, das ist auf gar keinen Fall ein Wechsel. Im Gegenteil, das ist jetzt eine Ergänzung. Freuen wir uns sehr drüber. Das Team hinter Enders sind junge, dynamische Menschen, die sind super freundlich, machen richtig viel Spaß. Und wir glauben, dass wir in beide Richtungen, sowohl Enders als auch Napoleon, in Zukunft coole Sachen auf die Beine stellen können. Aber ich denke, damit ist gesagt, Napoleon ist weiterhin am Start. Wir sind sehr happy damit, sehr stolz darauf. Und vor allen Dingen auch, die Überraschung, die noch kommt, hat auch ein bisschen was damit zu tun. Von daher, das später dann mehr. Punkt Nummer 2, da geht es jetzt schon ein bisschen mehr zur Sache. Da geht es mehr zur Sache. Auch da, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie es dazu kam, aber schon seit längerem kann man sagen, gibt es immer wieder die Thematik, die Sizzle Brothers haben Beef mit Klaus Grillt. Hm. Klaus Grillt kennt ihr mit Sicherheit auch, habt ihr auch schon viele Videos gesehen, bin ich mir sehr sicher. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie es dazu kam. Denn wir müssen an der Stelle eine Sache mal ganz klar sagen. Als wir vor 7 Jahren, 2015, ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt gerade mit YouTube angefangen haben, waren unsere Inspirationsquellen Barbecue aus Rheinhessen und Klaus Grillt. Die beiden waren der Grund,
warum wir gesagt haben, wir fangen auch mit YouTube an. Ja, ja. Und wir sind dafür immer noch sehr, sehr dankbar. Und auch damals waren Barbecue aus Rheinhessen und Klaus Grill die Ersten, die uns sozusagen so ein bisschen gepusht haben. Die mal gesagt haben, komm, ich mach mal ein Video mit euch. Warum nicht? Ich erwähne euch auch mal, weil wir finden euch cool. Und da sind wir immer noch sehr, sehr dankbar für. Wir wissen, dass diesen anfänglichen Push nicht jeder bekommt. Das ist mal ein Fakt. Und wir sind beiden sehr dankbar und haben, und das kann ich an der Stelle sagen, keinerlei Beef mit Klaus. Wir haben lediglich sicherlich auch aufgrund der räumlichen Distanz und aufgrund der Tatsache, dass wir alle extrem viel zu tun haben, einfach nicht mehr so viel Kontakt wie früher. Und na klar, es kam auch eine Pandemie dazu. Ja. Aufgrund einer Pandemie kann man sich oder konnten wir uns auch nicht mehr allzu viel irgendwo mit irgendwem treffen. Und deswegen ist da vielleicht nicht mehr so viel direkter Kontakt oder nach außen zumindest nicht mehr so viel Kontakt. Genau, und das Wichtige an der Stelle ist auch, das werdet ihr bei uns auch merken, wir sind immer sehr neutral. Das ist bewusst so, wir haben überhaupt gar keinen Bock auf Beef oder Ansagen oder was auch immer. Ist überhaupt nicht unser Ding, haben wir gar keinen Bock drauf. Wir machen hier alle etwas. Wir haben das Glück, dass wir unser Hobby zum Beruf machen durften. Darüber freuen wir uns sehr. Aber am Ende geht es hierbei um Spaß haben, Unterhaltung, coole Rezepte, bisschen was mitnehmen, bisschen was lernen. Wir sind auch nicht die Oberklugen, die euch die ganze Zeit erzählen, macht das mal so, macht das mal so. Bei uns geht es darum, dass man einfache Rezepte vermittelt bekommt und vor allen Dingen Spaß daran hat, sich was anzugucken. Das heißt, es liegt uns sehr fern, mit anderen irgendwie Stress anzufangen. Da haben wir, wie gesagt, überhaupt gar keine Zeit dafür, ehrlich gesagt. Nee, das würde mich nur belasten. Von daher herzliche Grüße von hier nach da. Es kommt demnächst noch so ein Kollaborationsvideo mit Klaus. Da könnt ihr euch gespannt sein. Da muss ich allerdings sagen, Klaus, zieh dich warm an. Ich glaube, da wirst du ein bisschen einstecken müssen, rezepttechnisch. Ja. Nein, da freuen wir uns sehr drauf. Aber das möchten wir einmal ganz klar gesagt haben. Da macht jeder sein Ding, aber trotzdem kennen wir uns alle. Und innerhalb diesem kleinen Bereich kennt man sich halt einfach auch. Und da ist es nicht nötig, dass sowas aufkommt. Haben wir das auch abgehakt. Ja. Jetzt vermute ich, kommt der Part, der uns tatsächlich auch am meisten beeinflusst hat. Gerade, also gestern kam die Nachricht, dass Ankerkraut tatsächlich Unternehmensanteile an die Firma Nestle verkauft hat. Und das ist insofern für uns ein Thema, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, einen gewissen Weg zu gehen, unternehmerisch sage ich jetzt mal, und haben gesagt, wir möchten gerne möglichst nachhaltig unterwegs sein, wir möchten, dass es Tieren gut geht und so weiter und so fort. Eine ganze Kette an Dingen, wo einfach alles nicht irgendwo ausgebeult wird, sondern wo alles irgendwie gut funktioniert. Und der Partner Nestle ist in dem Moment für uns ein bisschen problematisch. Jo. Muss man vielleicht noch weiter definieren. Also Ankerkraut auch schon seit wie vielen Jahren? 7, 8 Jahren? Von Anfang an. Wir kennen Arno und Stefan seit Ewigkeiten und wir haben auch mit niemandem bei Ankerkraut im Unternehmen Beef oder irgendwas, kein Stress, gar nichts. Die Personen dahinter sind super lieb und wir gönnen es jedem, Anne, Stefan, auch den anderen Geschäftsführern, wir gönnen es wirklich jedem, dass die wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Deal gemacht haben und vermutlich jetzt für ihr Leben erstmal ausgesorgt haben. Absolut, absolute Gönnung. Trotzdem stehen wir nicht hinter den Werten, die eine Nestle-Gruppe irgendwie hat. An der Stelle ist auch vielleicht wichtig zu sagen, Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind, die sind passiert, aber es heißt nicht, dass wir sagen, es gibt einen Cut und dann ist das so, sondern sowas haben wir auf der Pfanne und auch das, was noch in der Zukunft passieren wird, kann keiner beeinflussen und wir haben für uns sofort, wir haben uns hier zu viert in die Augen geguckt und haben sofort entscheiden können, okay, pass auf, den Weg können, wollen und werden wir nicht mitgehen. Das ist sozusagen eine Vernunftsentscheidung an der Stelle, so kann man es vielleicht nennen. Unternehmerisch sicherlich nicht. Ja. Monetär gesehen sicherlich nicht die klügste Entscheidung, aber eine Gewissensentscheidung. Ja, das heißt aber auch, um das einfach mal auch klar auszusprechen, natürlich haben wir auch die Geschäftsleitung informiert. Also wir erzählen euch das jetzt nicht, ohne dass wir irgendwas in den Rücken machen. Das haben wir sehr offen der Geschäftsleitung auch kommuniziert, dass wir die Zusammenarbeit an der Stelle leider einstellen. Wir wünschen natürlich allen alles Gute, gerade privat total, auf jeden Fall. Das wird auch mit Sicherheit super sein, aber für uns ist an der Stelle das quasi beendet. Bedeutet aber auch, dass sich bei uns im Shop Sachen verändern werden. Wir haben da ja auch eigene Gewürze, die wir haben produzieren lassen bei Ankerkraut. Wir haben auch Blogger-Gewürze. Wir haben auch, muss man sagen, relativ große Mengen an Gewürzen von Ankerkraut bei uns im Shop verkauft. Muss man ja auch mal so sagen. Richtig. Von daher ist das auch für uns nicht so, dass wir einfach das sagen und dann ist das Thema durch, sondern das bedeutet für uns auch einen finanziellen Rückschritt, definitiv. Aber wenn man sich entscheidet, einen bestimmten Weg zu gehen, dann sollte man vielleicht auch konsequent sein und den Weg nicht unbedingt verlassen. Deswegen
Ja, wir arbeiten auch schon dran, die Fragen werden kommen. Wir arbeiten an dem Thema dran. Wir beschäftigen uns seit gestern intensiv damit, wie kriegen wir wieder unsere eigenen Gewürze an Laden. Das heißt, wir sind schon an Lösungen dran. Das wird aber sicherlich einen Moment dauern und es wird auch mit Sicherheit dazu kommen, dass ihr bei uns im Shop eine Zeit lang das ein oder andere Produkt nicht bekommt. Aktuell möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, alle Ankerkrautgewürze und eigenen Gewürze, die wir von Ankerkraut haben produzieren lassen, sind natürlich schon seit ein paar Wochen oder auch Monaten bei uns im Lager. Die sind alle vor der Zeit, wo jetzt gestern dieser Deal kam. Und wir werden sie weiterhin verkaufen. Allerdings nur noch das, was wir auf Lager haben. Und das Ganze auch so einen kleinen Abverkauf machen, damit wir nicht in ein paar Monaten immer noch die Gewürze im Lager haben. Also wir werden ja 15% Rabatt auf alle Ankerkrautgewürze geben. Ihr findet alle Infos auch nochmal in der Infobox und könnt da entsprechend zuschlagen. Genau, könnt ihr eure Bestände nochmal auffüllen. Zum Thema Gewürze an sich, wir haben es gerade schon gesagt, wir arbeiten an Lösungen. Wir haben uns auch vorgenommen, euch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle deutlich mehr teilhaben zu lassen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Das hat einfach auch den Hintergrund, weil wir glauben, je transparenter da Sachen stattfinden, desto cooler ist das für alle. Und man hat auch mal so ein bisschen Gefühl dafür, was da eigentlich im Hintergrund immer die ganze Zeit passiert. Weil ich kriege auch ganz oft E-Mails mit, wie entstehen eure Produkte, was macht ihr da und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir eine sehr akute Situation, wo wir sofort eine Entscheidung treffen mussten und wo sich bei uns alles verwirft. Richtig. Und wir sind hier nun mal zu viert, wir müssen auf alles reagieren. Wir hatten vor kurzem die Situation, dass zwei krank waren. Das heißt, 50% der Mannschaft fällt aus, das merkt man deutlich. Und das wirkt sich auf alles aus. Und dann sind solche Sachen wie gestern auch so ein Punkt, wo wir sofort merken, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden. Das gibt Probleme. Ja, genau. So. Ja. Ich möchte aber, bevor wir das Thema abhaken, noch eine Sache betonen an der Stelle. Nicht, dass das jetzt so negativ rüberkommt alles. Ich bin mir ziemlich sicher, ohne es zu wissen, aber ich denke, dass sich die Qualität der Ankerkrautgewürze nicht verändern wird. Und ich denke auch, dass Ankerkraut nach wie vor eigenständig arbeiten wird. Es steht jetzt lediglich darüber die Nestle-Gruppe und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir lassen das sein. Ja. Es hat nichts damit zu tun, dass die Gewürze, die Gerüchte gab es nämlich auch schon jetzt, dass die Gewürze von heute auf morgen billig und schlecht wären. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Ja. Ja, da haben wir auch gar keine Aktien dran. Und es ist auch so, es ist immer leicht von außen irgendwas zu beurteilen, etwas natürlich, zu sagen. Ja. Wenn man nicht selber daran beteiligt ist, hat man gar kein Gefühl dafür. Deswegen werden wir uns niemals anmaßen, da irgendwo hingehen, irgendwas zu machen oder zu sagen, so, also da gibt es kein böses Blut von unserer Seite aus. Nur wir haben für uns Richtlinien und deswegen ist das Ganze so. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Wir haben gestern im Livestream schon drüber gesprochen. Da war das Feedback auch ähnlich. Und von daher hoffe ich mal, dass ihr das zumindest verstehen könnt, warum wir das so machen. Daran angeknüpft können wir über Shop nochmal sprechen. Richtig. Shop-Preise. Ich meine, es ist jedem bewusst, dass aktuell alles teurer wird. Neben Sprit und Gas, wer einen Supermarkt geht und einen Einkauf macht, wird feststellen, das, was ich vor einem Monat für 50 Euro gekauft habe, kriege ich jetzt für 70 Euro. Es ist wirklich heftig, die Preiserhöhung. Und an der Stelle können wir eine gute Nachricht euch geben. Ja. Bei uns werden alle Preise von unseren eigenen Produkten zumindest, die wir selber produzieren lassen für uns, erstmal vorerst auf dem gleichen Niveau bleiben. Wir werden da nicht anziehen. Wir werden auch versuchen, dieses Niveau zu halten und hoffen, dass wir durch diese Zeit kommen, ohne irgendwann doch reagieren zu müssen. Aber solange es geht, belassen wir die Preise da, wo wir sind und nehmen Preiserhöhungen, die wir erfahren, auf unsere eigene Kappe. So. Genau, und wir haben sogar noch einen Schritt weiter gehandelt und haben jetzt auch kleinere Soßen eingeführt. Das heißt, es gibt jetzt auch jede Soße als 250 ml-Version. Und das hat einfach den Vorteil, so kann man sie mal ganz gut probieren und ist auch preislich wieder nochmal eine andere Hausnummer. Also ich will damit nur sagen, dass Hannes schon sagt, Preise bleiben gleich. Wir haben so ein bisschen das Sortiment nochmal angepasst, uns bei den Soßen noch ein bisschen anders aufgestellt. Auch der Einzelhandel hat jetzt viele unserer Soßen am Start. Da könnt ihr übrigens auch mal Bescheid sagen. Also ihr könnt im Einzelhandel sagen, Mensch, warum habt ihr denn die Soßen noch nicht? Dann meldet sich vielleicht der Einzelhändler bei uns und bestellt bei uns Soßen. Wenn wir das irgendwie verknüpfen können, bekommt ihr einen Shopgutschein. 50 Euro könnt ihr bei uns Freishopping betreiben. Das macht dann alles Alex über die vertrieb@sizzlebars.de kann man das melden. Ja, und ich würde sagen, wir haben noch ein Highlight. Genau, ein Highlight. Noch einmal kurz betonen, eigene Produkte, Preise bleiben stabil. Bei Produkten, die wir selber zukaufen, können wir es natürlich nicht garantieren. Da sind wir abhängig von den Einkaufspreisen und den UVPs, die wir kriegen. Genau. Aber das, denke ich, war nochmal ein wichtiger Hinweis, weil auch da die Frage kommt. Definitiv. Hinten raus, wir haben es versprochen. Napoleon ist nicht ganz unbeteiligt an der Sache, die jetzt kommt. Julian. Ja, gerne. Also, das ist eine Sache, auf die wir sehr stolz sind, auf die wir uns sehr, sehr freuen und wo wir mega gespannt sind, was ihr dazu sagt. Das war eigentlich, ursprünglich haben wir gesagt, wir machen mal ein Video und erzählen darüber. Jetzt ist das ein bisschen ausschweifender geworden. Aber die jungen Damen und Herren hier von dieser Firma sind daran beteiligt, denn
Es ist so, dass wir, ich lasse die Katze aus dem Sack, ab dem 23.04. auf D-Max eine eigene TV-Show haben werden. Bedeutet, wir sind Host der Show. Die Show heißt Barbecue Street. Es ist unser eigenes TV-Format. Es ist eine komplette Staffel entstanden. Wir waren in Holland, das habt ihr vielleicht mitbekommen, haben so ein bisschen auf Geheimnistuerei gemacht. Mussten wir auch. Es gibt bestimmte Dinge. Es gab viele Gerüchte, was wir da wohl gemacht haben könnten. Also da sind die wildesten Theorien entstanden. Ja, also das war eine wilde Zeit. Vielleicht für euch als Insider-Info, wir haben am Set auf Englisch uns unterhalten, haben aber auf Deutsch produziert. Das war also auch eine sehr spannende Phase. Ich glaube, dass es ziemlich cool geworden ist. Wir können nicht abschätzen, ob das was ist für euch oder nicht, aber für uns war das so ein, wir testen uns da mal ran, wir gucken, was passiert, wir sind einfach für alles offen, wir nehmen diese Erfahrung mit und wir haben uns da riesig drüber gefreut jetzt im Nachhinein, sind sehr, sehr stolz auf das, was da rausgekommen ist. Ja, man kann vielleicht dazu sagen, bei TV-Show denken sicher einige, ah gut, geskriptet, ihr müsst das sagen, dann das sagen, können wir an der Stelle ganz klar verneinen, denn wir haben diese Show nur zugesagt, als wir das Wissen hatten und die Zusicherung hatten, wir können machen, was wir wollen. Wir haben die Rezepte in den Raum geworfen und angeleiert, dass die gemacht werden. Wir haben keine Texte oder Ähnliches bekommen. Wir haben einfach gestartet, wie ein YouTube-Video im Prinzip, und frei laufen lassen. Nur, dass da eben irgendwie 6, 7 Kameras gleichzeitig liefen, ein Produktionsteam hinter war und viel vorbereitet wurde und so weiter. Und deswegen glaube ich schon, dass für alle, die uns bei YouTube gerne gucken, auch diese TV-Sendung sehr, sehr spannend ist. Barbecue Street, erste Folge, 23.04. um 0.15 Uhr und 12 Stunden später um 12.15 Uhr gibt es direkt eine Wiederholung. Und ansonsten gibt es sicher auch eine Mediathek. Genau, geht Mediathek. Und wir haben uns sagen lassen, dass das die Top-Zeiten für D-Max sind zum Senden, weil D-Max sagt, da sind so die Leute am Start. Ich hoffe, ihr seid auch am Start. Ich habe so einen Trailer, den würde ich jetzt quasi als Schnitt hier nochmal dran setzen. Damit verlassen wir euch an der Stelle. Wir hoffen, wir konnten viel Sachen aufklären. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Im allergrößten Zweifel machen wir noch ein Video, aber ich denke, ich hoffe, das meiste... Ich hoffe, es wird jetzt nicht Alltag ein Aufklärungsvideo machen. Nein, aber ich denke, es war wichtig, zu manchen Punkten was zu sagen, weil jetzt können wir auch bei unserer Hotline darauf verlinken im Zweifel und müssen die Sachen nicht andauernd nochmal erklären. Alles Gute für euch. Moin, ihr Sizzler! Wir sind die Sizzle Brothers und wir haben jetzt ein eigenes TV-Format auf D-Max, das heißt Barbecue Street, und wir verbringen mit euch die schönste Zeit des Jahres, nämlich die Grillzeit. Schaltet ein und seid dabei!